meine Lieben, ich bin's wieder, eure Jutta von JetM Kreation. Ich habe heute wieder die Neuheiten für den März für euch und das zeige ich euch jetzt, was ich da so alles Schönes für euch habe. Fangen wir mal an. Und zwar, bisher hatten wir ja das Papier in DIN A5, das haben wir jetzt in DIN A4 und das sind immer zwei Borke Papier in einem Set. Und bei dem Papier ist es jetzt so, das habe ich jetzt mal einseitig gemacht. Also da ist dann auch der Vorteil, falls ihr mal was machen wollt, braucht das gleiche Weiß. So, ihr wisst, was ich meine. Ihr braucht das gleiche Weiß, wo da dazu passt. Dann könnt ihr das so nehmen. Und es ist auch sehr gut bestempel- und beschreibbar. Das geht also sehr gut damit. Und es ist jetzt mal ein ganz schlichtes, einfach nur so Streifen. Und die kann man einfach immer einsetzen. Ja, also die passt, das passt, die Streifen gehen eigentlich immer in so Aquarellstreifen. Das ist jetzt mal die einfach das in Türkis. Dann, also ich habe jetzt den groß gemacht, weil die kleinen schon so gut gegangen sind, aber ich denke, mache ich den groß gleich nochmal. Dann in einem Pink-Rosé-Ton, auch zwei Borke im Set. Dann ein schönes Maigrün, Hellgrün, Frühlingsgrün, nennt es wie ihr es wollt, auf jeden Fall, das ist schön. So, auch zwei Borke drin. Das wäre mal das Papier. Dann haben wir zwei Stempelsets. Und zwar eins, muss ich mal ein bisschen weiter runter, dass ihr es auch seht. Das ist jetzt mein Muster, wie ich sie mal aufklebe, ich zeige es euch gleich einmal. Und zwar ist das die 8160, der Herzblätterkranz. Da ist jetzt innen drin, also es sieht aus wie ein Stempel, aber ihr könnt das alles einzeln verwenden, ja? Das könnt ihr also so, wie ihr das wollt. Da ist innen drin ein Fliegenpilz und ist dann die passende Fliegenpilz-Bordüre. Dann ist ein Kreis dabei, der einfach nur so Punkte sind, so geschwungene, so, ja, Punkte im Kreis. Und dann nochmal der schöne Herzblätterkranz. Und wie gesagt, ihr könnt die alle einzeln verwenden. Ich mache das ja immer so, ich habe mir so eine Folie. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich die von unserer Stencils verwenden kann. Da klebe ich mir den Aufkleber immer auf die eine Seite. Und dann nehme ich die Stempel, klebe die aufs EZ-Mount und streiche dann zum Beispiel jetzt hier außenrum bisschen mit Kleber ein und dann klebt das EZ Mount klebt da drauf und ich kann meine Stempel da rausnehmen, wie ich sie brauche und kann sie nachher wieder reinsetzen und habe so somit eine Aufbewahrung, wo ich immer sehe, ob auch alle Stempel im Set mit drin sind. Ja, also das wäre mal das Set. Dann habe ich noch ein zweites Stempel. Der war übrigens auch in unserem Kreativset. Das war das erste Kreativset, das wir überhaupt gemacht haben für den März. Und da war das herzlichen Glückwunsch auch dabei. Einmal in so einer geraden Schrift und einmal in so einer bisschen geschwungenen Schrift. Und das ist ja immer ein bisschen größer, wie es auf dem Etikett ist. Ja? Also da habe ich das genauso aufgeklebt und dann habe ich, weiß ich immer, wo meine Stempel sind. Das wär's. Dann haben wir Rap-Ons. Ich habe es jetzt schon mal ausgepackt, weil das sonst immer so knistert. Jetzt müssen wir wieder hören, sonst seht ihr ja gar nichts. So. Und das ist unser Set Partyzahlen. Das hat die Nummer R0015. Und es sieht im ersten Blick so unscheinbar aus, aber das ist unheimlich vielfältig einsetzbar. Ob ihr jetzt zum ersten Geburtstag was machen wollt oder zum 10. Geburtstag, zum 80., zum 70., zum 88., zum 85., zum 65., sucht euch ja aus. Blau und grün für die Männlein. Oder dann sieht es auch so, das Gelb sieht ein bisschen aus wie Gold. Könnte man es zum Beispiel auch zur goldenen Hochzeit machen. Und grün zur Petersilienhochzeit. Also da habt ihr alle Möglichkeiten, was ihr euch noch vorstellen könnt. Das ist so ein Basisset, wo man immer wieder mal zwischendurch brauchen kann. Und da sind dann auch noch ein paar Schleifchen, ein paar Luftballons, hier ein paar Geburtstagshüte und ein paar Kerzen dabei. Ich finde die auch wunderschön für Babykarte, ne? Oder für, ne? Also da ist es auch echt schön dafür. Das war auch im Kreativset.
Und dann habe ich unheimliche viele E-Mails, die was die Kreativset, was das Video gesehen haben vom Kreativset. Ich habe Videos gekriegt. Wann gibt es die Bären? Wann gibt es die Bären? Wann gibt es die Bären? Also gut, die gibt es jetzt. Und zwar ist es unser Rap-On-Set R0018, bärige Grüße. Und da habt ihr einmal, ich lege es mal so drunter, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, die Bären in ein bisschen kleiner, in kleinerer Format und ganz viele Streublümchen drauf dabei. Und außerdem nochmal herzlichen Glückwunsch zum Abrubbeln als Schrift. Da braucht ihr keinen Stempel, da braucht ihr nur Rap-Ons und braucht nicht Malung, braucht nicht Stempel und gar nichts. Da könnt ihr mit Karte machen. Und ich finde, ja, die können wir auch echt für Babykarte, für Geburtstag, zum Jubiläum. Das könnt ihr, also, das ist so, ja, 0 plus Ultra Set. Und da sind die Bären auch nochmal drauf, allerdings ein klein bisschen größer. Und da habe ich dann auch wieder das herzlichen Glückwunsch in verschiedener Farbe hinterlegt mit so einem Klecks. Also könnt ihr das auch einfach nur so aufrubbeln und könnt auch ruckzuck Karte machen. Ja, das seid ihr ganz schnell fertig. So, mit was machen wir jetzt weiter? Rabbonshammer, Papierhammer, Stempelhammer, dann kommen wir zu den Stanzen. Also, ich habe hier eine Stanze für euch. Und zwar nennt sich die Koffer Halbrund. Das ist die 00663. Und was ihr daraus machen könnt, ist einmal habe ich, ich lege es mal auf Seite, sonst muss ich wieder ein bisschen runter. Da sind die Schriftstanze dabei. Also hier Naschbox und kleines Glück. Ja, die sehen ausgestanzt so aus. Und die könnt ihr ja auf alle andere Sachen kleben, was ihr so, was ihr habt. Muss ja nicht zu dem Koffer passen. Und der Koffer selber, jetzt muss ich wieder ein bisschen höher, nicht, dass euch schwindelig wird, gell, wenn ich hier so rauf und runter gehe. Das ist ein Halbkoffer. Ja, oder eine Halb. Runde Schachtel, ja, eigentlich eine Schachtel, ja, ist egal. Und da ist vorne so ein Ding dabei, so ein Label. Das müsst ihr jetzt aber nicht so platt aufkleben, wie ich es habe, sondern das kann man wie so, wenn man so ein bisschen zusammenschiebt und hier so ein bisschen Luft lässt. Ne? Ach, mein Gott. Also so ungefähr aufklebt. So. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Also so. Ne? Dann sieht es aus wie so ein Koffer vorne der Griff. Das habe ich da leider falsch gemacht. Aber ich mache auch noch Video, wo ich das dann zeige. Und ich mache es zeitnah, ich verspreche es euch. Ja, echt. Das wäre das. Dann kommt das nächste, was auch bei uns im Dings drin war, im Kreativset, was auch unheimlich gut bei euch ankommen ist. Das ist das Gutscheinkuvert. Und das sind dann noch so Streife dabei, das erkläre ich euch gleich. Und das andere ist ja selbsterklärend, also wo sind denn jetzt meine Geschenke hin? Meine Geschenke sind weg. Wo habe ich denn die jetzt hin? Moment. Ich sag's doch, Geschenke auf der Flucht. Mein Gott. Also ihr könnt so kleine Geschenke machen. Machen wir das mal weg. Gehen wir ein bisschen runter. Achtung, ich war runter. So, da könnt ihr euch kleine Geschenke machen. Dann könnt ihr euch ein Kuvert machen. Da könnt ihr alle möglichen Texte oder sowas reinmachen. Also je nachdem, was euch Spaß macht. Aber es sind auch Texte bei. Also ein Tag. Ich habe es hier nur zweimal ausgestanzt. Und das mit den Streifen, die hier. Das hat die Bewandtnis, ihr könnt die Tags einfach so benutzen, ihr könnt aber auch das hier so aufkleben, euch durchstanzen und da ist einmal ein längeres Teil dabei und einmal ein kürzeres. Das längere Teil ist da dafür, dass ihr zum Beispiel Teebeutel oder Taschentücher durchstecken könnt und das andere Teil ist für die Gutscheinkarte, die es so auf dem Markt gibt, wenn ihr euch da eine bestellt. Ihr könnt es euch natürlich auch, ich glaube, ATC oder so müsst ihr auch noch gehen. Müsst ihr mal probieren, habe ich jetzt nicht. Das war nur so ein spontaner Gedanke. Müsst ihr mal austesten. Ne? Und dann könnt ihr das so da reinmachen und könnt es dann hier so reinschieben. Und dann habt ihr eine schöne Gutscheinverpackung. Ja?
Also das kam echt gut an und da könnte man jetzt quasi noch so ein Geschenk hier oben drauf kleben oder ich habe ja Videos gemacht, die kommen demnächst. Ich habe es auch in der Kreativbox schon gezeigt, im Kreativset gezeigt, was ich gemacht habe damit. Wenn nicht, schaut euch einfach das Video vom Kreativset nochmal an und dann könnt ihr sehen, was ich damit gemacht habe. Mein Gott, ist das aufregend. So. Das wäre das. Und das kommt die letzte Stanze. Ne, halt mal die vorletzte. Ach ja, ich muss dazu sagen, es wird noch einmal ein Video kommen mit Neuheiten. Ein ganz, ganz kleines, weil ich habe eine Stanze bestellt und die haben die leider vergessen mitzuschicken. Und jetzt ist sie nicht dabei. Und muss ich dann noch, wenn die kommt, noch mal ein extra Video machen. Also, dann haben wir die herzlichen Glückwunsch-Stanze. Die ist also gar nicht so klein. Die wirkt auch ganz toll. Einfach nur ganz schlicht auf einer Karte, ja. Ne? Da seid ihr dann relativ schnell fertig. Ihr könnt natürlich auch viel drauf machen. Also, ich schreibe euch jetzt nichts vor. Ich bin ja gar nicht so. Ne? Also, wer wenig drauf machen will, macht wenig drauf. Und wer viel drauf machen möchte, macht viel drauf. Und das letzte Set ist unser Aufreißset, die 00655. Und da sind jetzt ganz viele Stanze. Wurde ihr für Adventskalender, für Überraschungs, mein Dings gar nicht hier noch, für Überraschungskarten, für Gutscheinkarten, für, ja. Und ich habe es jetzt hier mal aufgeklebt und jetzt brauche ich, das ist der Vorführeffekt, ich habe meine Fingernägel geschnitten, gut, gell? So, und dann, das ist jetzt echt gut. So, und dann könnt ihr das nehmen und da könnt ihr eine Schachtel oder so irgendwas aufreißen. Ne? Also, könnt ihr natürlich auch so machen. Ihr könnt das aufreißen. Jetzt spiele ich mal den Aufreißer. So, und hier. Ne. Also ihr könnt es nur so aufreißen, ihr könnt es auch ganz wegreißen. Ne? Also es geht mit allem. Da habe ich ein bisschen, seht ihr, da ist ein bisschen knapp, da habe ich ein bisschen knapp hingeklebt. Also das liegt jetzt nicht an der Stanze, sondern da habe ich echt ein bisschen knapp. Aber ihr seht, dass es funktioniert. Ne? Das. Soll ich jetzt jedes einzelne aufreißen oder reicht es schon? Ne, ich habe gesagt, ich mache jedes, also mache ich auch jedes. So, dann haben wir hier ein bisschen längliches. Ich muss das so machen. So. So. Und dann haben wir hier noch zwei runde. Ja, so. Ich zieh das Ding aber aus. He. Also, ich mache dann auch mal noch Video dazu. Kann man auch ganz wegreißen. Jetzt machen wir hier echt Chaos. Mache ich meinem Namen wieder alle Ehre. Ja. Also man könnte auch mal einen Adventskalender machen, wo Runde drin dabei sind oder alle gleich lang sind. Oder eine Schachtel, wo ihr das mit aufreißen könnt. Oder ein Kuvert, wo ihr das mit aufreißen könnt. Oder macht doch, was ihr wollt. So. Auf jeden Fall ist das auch wieder. Jetzt sieht es herrlich aus, gell? Schön. Oh Gott. Aber ich muss euch ja irgendwie demonstrieren, dass das auch wirklich funktioniert. Gut. Haben wir es? Ja, wir haben es. Ist das mal nicht ganz so viel, aber wie gesagt, es kommt ja noch einmal eine Kleinigkeit, wo die Stanze fehlt. Das wär's. Wie immer werden die Artikel ab 10 Uhr im Shop freigeschaltet. Ich glaube am 11. 11. 11. März, 10 Uhr gibt es die Artikel. Gut, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es mal ganz nett, wenn ihr das meinen Kanal abonnieren würdet und schaltet auch das Herzchen ein, die Glocke. Nein, kein Herzchen, eine Glocke. Und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video für euch habe. Gut, also, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss, eure Jutta.